nicht nur als Begrüßung, sondern auch als ja, Feuerprobe für unser allerwichtigstes Requisit heute Abend nehmen. Sie sehen dieses Ding hier, das ist eine Sanduhr. 90 Sekunden, dann ist sie durchgelaufen. Und diese 90 Sekunden sind die maximale Redezeit für unsere drei, die heute hier auf der Bühne Rede und Antwort stehen werden. Kürzer reden ist übrigens immer erlaubt. Wer es schafft, kriegt ein Gummibärli. Jetzt brauche ich einen Hüter der Zeit. Wer ist hier vorne nicht von den Grünen? Wie jetzt? Ja! Oh, ist das Ding schwer. Also, Moment. Also, Sie sind mein Hüter der Zeit. Immer wenn ein Redner anfängt, umdrehen. Wir gucken und schreien, wenn es aus ist, okay? Okay, dann fangen wir mal an. Umdrehen, 90 Sekunden für Katharina Schulze und Sebastian Weißenburger. Gut, dann probieren wir doch mal gleich, schauen wir mal, ob wir ein Gummibärchen erreichen. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, zu unserem ersten grünen OB-Forum. Man könnte ja fast sagen, das informelle Motto der OB-Foren ist, was lange währt, wird endlich gut. Darum freue ich mich besonders, dass heute so viele Menschen hier sind, dass die drei Kandidierenden da sind und dass wir zeigen können, dass wir Münchner Grüne nicht nur von Beteiligung immer reden, sondern sie auch wirklich leben. Und darum sind Sie heute alle herzlich eingeladen, mitzumachen, mitzudiskutieren, hier offline sozusagen bei der Veranstaltung, aber auch online über unserem Livestream. Und da begrüße ich auch alle, die im Internet jetzt zugeschaltet haben, ganz herzlich zum ersten OB-Forum. Genau, und als männlicher Part der Doppelspitze darf ich sagen, heute geht es mal nicht um die grün üblichen Doppelspitzen, sondern heute geht es darum, es kann nur eine oder einen geben, nur eine der, oder einer der drei kann Münchner OB-Kandidat der Grünen werden oder OB-Kandidatin und damit die ehrenvolle Aufgabe übernehmen, uns in den Kommunalwahlkampf 2014 zu führen. Da freue ich mich schon sehr drauf, es wird eine sehr spannende Veranstaltung und an Sie und an euch habe ich die Bitte, nehmt diese Gelegenheit wahr, wirklich zu schauen, was unsere drei hier drauf haben. Die wollen ja schließlich Münchens schönstes politisches Amt belegen und da muss man auch was können. Deswegen stellt Fragen, traut euch auf den Zetteln und auch persönlich und testet mal so ein bisschen die grüne Politik und die grünen Inhalte. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend. Vielen Dank. Oh, war knapp, aber ihr habt es geschafft. Vielen Dank. Vielen Dank dem Vorstand. Ja, vielleicht noch zwei Sätze vor mir, bevor ich Ihnen unsere drei Bewerber bzw. zwei Bewerber, eine Bewerberin vorstellen möchte. Wie gesagt, ich bin vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin nicht Mitglied der Grünen und auch in sonst keiner Partei. Ich moderiere eigentlich nie Veranstaltungen von Parteien. Ich habe diese Veranstaltung zugesagt, weil ich finde, dass es eine ganz hervorragende Idee ist, so ein Forum in einer so satten Stadt wie München abzuhalten. Und das sage ich als Münchnerin. Ich glaube, es ist eine gute Idee, weil es überhaupt einer lebendigen Demokratie gut steht, ganz nah an ihren Bürgern dran zu sein. Und vielleicht ist es ein ganz kleiner Beitrag, die politische Verdrossenheit, die wir heute so oft spüren, ein bisschen aufzubrechen, wenigstens ein ganz kleines bisschen. Aber das heißt nicht, dass wir bei München sucht den Super-OB sind oder Munich's Next Top-OB. Ich habe hier auch nirgendwo Dieter Bohlen entdeckt. Und ich sehe zwar eine Heidi, aber es ist nicht Heidi Klum. Also was ich sagen will ist, es wird fair zugehen heute. Es wird inhaltlich diskutiert werden mit Ihrer Hilfe und Unterstützung. Und was wir tun wollen, ist, wir wollen die Unterschiede finden zwischen diesen dreien. Und zwar die Unterschiede, die nicht so offensichtlich sind. Es ist ganz klar, darüber brauchen wir nicht reden, wir haben nur eine Frau. Es ist auch ganz klar, auch darüber brauchen wir nicht reden, wir haben nur einen, der schon Bürgermeister ist. Und es ist eigentlich auch ganz klar, wir haben nur einen unter 41.
Ja, und vielleicht ist auch noch klar und bekannt, dass alle für den Ausbau der Fahrradwege sind. Ja, Sie können sich beteiligen. Katharina Schulze und Sebastian Weißenburger haben es schon angesprochen. Es gibt drei Wege heute Abend. Der erste Weg, der mir der liebste ist, Hand hoch. Hier sind Kollegen mit dem Mikrofon, die kommen zu Ihnen. Und Sie können einfach sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Aber, noch ein Aber. Bitte eine Frage, kein Co-Referat. Ich unterbreche Sie gnadenlos sonst. Der zweite Weg. Übers Internet, wo ist die Kamera da hinten? Also falls uns jemand im Livestream zuschaut, Sie können twittern, Sie können E-Mails schicken. Hier vorne sitzt der Kollege, der das Ganze annimmt. Und wir gucken dann mal runter, was so eingegangen ist und versuchen auch diese Fragen zu beantworten. So. Ja, dann würde ich sagen, packen wir es einfach mal an. Ich bin altmodisch. Ich fange mit den Frauen an. Sabine Nallinger, kommen Sie doch hoch, Frau Nallinger. Na, die Standing Ovations gibt es nachher, okay? Also, Sabine Nallinger, seit 4 Jahren für die Grünen im Münchner Stadtrat. Die Stadt- und Verkehrsplanerin in der Runde, bei Umweltverbänden tätig gewesen, im Münchner Planungsreferat und seit 2003 bei den Stadtwerken München. Gebürtige Stuttgarterin, die haben ja wohl Erfahrung mit dem Demonstrieren und sich wehren und Neues auf die Beine stellen. Mutter von 2 Mädels, und zwar 2 Mädels in der Pubertät, was vielleicht auch schon eine gute Schule für die Politik ist, wer weiß. Sabine Nallinger ist also keine Berufspolitikerin, noch nicht vielleicht, aber schon von Jugend an aktiv in der Umwelt- und der Sozialbewegung und von sich selbst sagt sie, ich bin die Moderatorin, heute Abend nicht übrigens. Ich bin die Ausgleichende und die Vermittlerin zwischen den Interessen, Sabine Nallinger. Nikolaus Hönning. Der Mann mit den 7 Vornamen, die ich nicht alle weiß. Seit 1998 bei den Grünen, von 2009 bis 2011 Stadtvorstand in München. Ebenfalls Familienvater. Ich würde sagen, vielleicht gerade Trotzphasen erprobt. Politologe und Büroleiter von Susanna Tausendfreund im Landtag. Der Mann, dem Demokratie gar nicht nah genug an den Menschen sein kann. Der von sich selber sagt, ich stehe für einen neuen Politikstil, ideologiefrei und konkret. Und Freiheit, so sein Credo, gibt es nur gemeinsam. Und ich bin fast versucht anzufügen, der Pirat unter den Grünen. Nikolaus Hönning. Last not least, Hepp Monatseder. Seit 1996 der dritte Bürgermeister von München, der Finanzbürgermeister, der Gesundheitsbürgermeister, Aufsichtsrat des städtischen Klinikums, irgendwie auch der interkulturelle Bürgermeister und ja, als Mitglied des Aufsichtsrats im 1860 TV 1860 München, vielleicht auch der Fußballbürgermeister. Ebenfalls Vater von 2 Kindern, eigentlich schon in der 2. Runde mit den Enkeln, wieder in der Trotzphase. Gebürtiger Niederbayer und gelernter Sozialpädagoge und Politologe. Und er sagt,
Von München soll kein Schaden für die Welt ausgehen. Nachhaltigkeit, so meint er, bestimme sein Handeln in jeder Hinsicht, auch in finanzieller. Herr Monatsieder. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich glaube, die Münchner sind recht zufrieden mit sich und der Welt. Spätestens seit dem Münchner im Himmel wissen wir, dass es in München schöner ist als im Paradies. Heißt aber für mich auch, dass der Münchner nicht gerade der ist, der sich gerne bewegt. Und deshalb wüsste ich eigentlich gerne von Ihnen, wenn Sie Oberbürgermeister-in sind, wie bringen Sie die Münchner und Münchnerinnen so richtig in Bewegung? Und unsere Uhr, Frau Nallinger, fängt an. Ja, also Frau Ostner, ich glaube, dass das gar nicht so schwer ist, die Münchnerinnen und Münchner in Bewegung zu bringen. Ich habe alleine schon jetzt in dem Vorwahlkampf erfahren, dass wir unheimlich viele Menschen hier in der Stadt haben, die sich engagieren wollen, die aktiv werden wollen. Ich habe unheimlich viel Unterstützung erfahren und unheimlich viel Freude in der Stadt zu gestalten. Ich glaube, Menschen, die nach München kommen, die kommen nach München, weil es einfach eine verdammt schöne Stadt ist. Und sie haben auch Lust, an der schönen Stadt zu gestalten, mitzugestalten und sich zu beteiligen. Wir haben Menschen, die sehr gut ausgebildet sind. Wir haben auch Unternehmen hier in der Stadt, die in grünen Bereichen tätig sind. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, weil auch unsere grünen Themen in der Gesellschaft angekommen sind und weil ich, wenn ich so durch die Stadtteile gehe, oft das Gefühl habe, dass hier viel, viel mehr Menschen grüne Konzepte toll finden, grüne Konzepte eigentlich umsetzen wollen, als wir gewählt werden, aber wir werden ja nächstes Mal mehr werden, dass diese Menschen begeisterungsfähig sind, gemeinsam mit uns an grünen Ideen, an grünen Konzepten zu arbeiten. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel motivieren, wir müssen sie nur anstupsen und die Menschen sind dabei. Laufen von alleine. Sie haben schon das erste Gummibärle verdient. Herr Hörning, wie bringen Sie die Menschen in Bewegung? Ja, die Frage, wie bringe ich die Menschen in Bewegung, würde ich gern unkonventionell beantworten, indem ich sie nicht ausbremse. Ich glaube, die meisten Leute sind in Bewegung, würden gerne was bewegen. Liberale Politiker sagen oft, man muss fördern und fordern. Ich meine eher, man muss fördern und ermöglichen oder eben nicht ausbremsen, die Menschen. Viele Leute, die sich engagieren wollen, stoßen auf sehr hohe bürokratische Hürden in München, besonders weil hier die Behörden einfach sehr viel mächtiger sind als in kleineren Kommunen, weil sie sehr viel weniger kontrolliert werden können. Also von daher, das Potenzial ist da, man muss schauen, dass es auf unterer Ebene genutzt wird, dass man vielleicht, wenn man Stellen schafft, sie schafft nicht, um die Leute auszubremsen, sondern um ihnen zu zeigen, wie kann man Hürden aus dem Weg räumen. Wow, das nächste Gummibärli. Herr Monatsieder. Das mit den Gummibärli ist jetzt eine echte Herausforderung. Aber jetzt wird es schwierig, weil jetzt können wir die Sanduhr nicht umdrehen. Also Das kommt da noch drauf. Also stoppen jetzt mal hier mit. Okay, Frau Ostner, Sie haben ja gestartet damit, dass Münchner sehr saturiert sind. Ist ja auch richtig, die Münchner feiern gerne, sie haben gerne tolle Events, lehnen sie auch zurück. Das ist schon alles richtig. Aber wenn es natürlich ganz spannende und politisch wichtige Themen gibt, dann kann man die Münchner aktivieren. Ich sage nur, gegen die dritte Startbahn, das war ein unglaublicher Erfolg am Wochenende. Und von daher, die Münchner bewegen sich. Und die Münchner bewegen sich nicht nur in Bezug auf Politik, sondern sie bewegen sich auch, was gerade die Verkehrsmittel im Umweltverbund betrifft. Also ich liebe es, wenn die Münchner sich auf dem Radl bewegen. Als ich angefangen habe als Bürgermeister, war der Anteil des Radverkehrs bei 6%. Jetzt sind wir bei 17%. Das eröffnet natürlich das Ziel, bis 2015 mindestens auf 20% zu kommen. Und wenn Sie sich schauen, wie viele Menschen in dieser Stadt ÖPNV benutzen, zu Fuß gehen, dann bewegt sich München. Und wenn wir das Ganze noch mit schönen, wichtigen und interessanten und spannenden Themen garnieren, dann sind die Menschen dabei. Dann bewegen sie sich zu uns und das wollen wir ja. Unser Ziel ist ja, im nächsten Wahlkampf ganz, ganz stark zu werden. Die ist also schon umgedreht. Okay, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hinschauen soll. Halbe Minute. Also ich konzentriere mich auf diese Uhr. Nix, halbe Minute.
Nein, also wir wollen ja im nächsten Wahlkampf als stärkste Fraktion oder zumindest ganz starke Fraktion rausgehen und den Oberbürgermeister oder in diesem Fall Oberbürgermeisterin, wir wissen es ja noch nicht, wie das Ganze ausgeht, stellen. Und dann können wir natürlich das, was wir umsetzen wollen an grüne Politik, ganz anders durchdrücken, als wir das jetzt im Moment können. Also ich sehe schon, egal wer von Ihnen Oberbürgermeister-in wird, Sie müssen gar nichts tun. Bei uns im Radio gibt es einen Satz, der vor jede Sendung gehört. Und der Satz heißt, für wen macht ihr diese Sendung? Ich kann auch sagen, für wen machen Sie Politik? Wir haben in München, und das ist nicht repräsentativ offensichtlich, was hier sitzt, wir haben in München in, ich glaube, 83% aller Haushalten keine Kinder mehr. 17,1 oder was es sind, wo es noch Kinder gibt. Wir haben fast 25%, 23% der Bevölkerung ist über 60 Jahre alt. Und über die Hälfte aller Haushalte sind Single-Haushalte, 54%. Wenn Sie dieses Amt bekommen, was für Konsequenzen haben diese Zahlen auf Ihr Handeln? Jetzt darf der Herr Hönning anfangen. Drehen wir wieder um. Ja, dann darf ich auf keinen Fall Politik nur mit Blick auf die Wählerstimmen machen und sozusagen unter dem Vorzeichen, dass ich sage, wenn viele Ältere da wohnen in dieser Stadt, wenn viele Singles in dieser Stadt wohnen, dann brauche ich mich um Familien mit Kindern eigentlich gar nicht mehr zum Kümmern, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich muss schauen, dass diese Stadt noch attraktiver wird für Familien mit Kindern. Sie ist ja attraktiv, viele ziehen zu, wir haben einen Zuwachs, München wächst, es kriegen auch viele in München, kommen viele Kinder zur Welt. Aber die Betreuungssituation ist ein ganz starkes Problem, ein Standortnachteil, den München hat. Ein Standortnachteil, der viele betrifft, nicht nur die Kommune, die hier in der Pflicht ist, nicht nur die Eltern, sondern auch die Unternehmen, die schwer an Fachkräfte rankommen. Ja, da würde ich alle in die Pflicht nehmen, dass sie sich beteiligen, dass man schaut, das Thema Kinderbetreuung zu verbessern, aber auch Räume zu schaffen für Kinder, Jugendliche, für junge Familien, dass die nicht rausziehen aufs Land, dass die nicht sagen, bevor ich meinem Kind keinen Sportunterricht bieten kann, bevor ich ewig auf Wartelisten bin, ziehe ich aufs Land raus und komme wieder vielleicht, wenn ich dann alt genug bin, dass ich jeden Abend in die Oper gehe von der Innenstadt, sondern dass man wirklich schaut, dass man hier eine lebendige Stadt aufbaut, die Leute fragt, was hindert sie daran, dass man das hier zusammen gestaltet. Ja, ich denke, da wären wir auf einem guten Weg dann. Herr Monatzeder, bitte. Ja, gleich ist durchgelaufen. Während es durchläuft, ich habe was vergessen. Drei Wege, habe ich gesagt, haben Sie, um sich zu beteiligen und zwei habe ich Ihnen nur gesagt. Der dritte Weg sind diese blauen Zettel, die Sie da auf dem Tisch vorfinden. Da können Sie eine Frage draufschreiben, zusammenfalten und dann in die Boxen werfen, die hier vorne stehen oder auch da hinten stehen. Ich bekomme dann die Boxen und ziehe was raus und die Fragen werden die Bewerber hier oben dann beantworten. So, aber jetzt ist die Uhr durchgelaufen und wir können umdrehen und Herrn Monatzeder lassen. Ja, Frau Osten, alles, was Sie gesagt haben, ist vollkommen richtig. Sie haben aber was Wichtiges vergessen. Es gibt in München schon seit Jahren einen Geburtenüberschuss. Da sind wir anderen Städten voraus. Also die demografische Situation in München ist ein bisschen andere. Aber natürlich haben Sie mit Recht. Wir haben unglaublich viele Singles in dieser Stadt. Das ist natürlich auch dieser prosperierende Stadt geschuldet. Wer nach München kommt, weiß, in München gibt es Arbeitsplätze. In München gibt es Ausbildungsplätze, hier kann ich studieren. Und in der Regel kommen junge Menschen erstmal nach München, die noch nicht verheiratet sind, die hier auf dem Markt, wie gesagt, entweder Ausbildung machen oder dann einen Beruf beginnen und dann erst später in das Familienleben einsteigen. Und da haben wir in der Tat Probleme. Wir haben zu wenig Kinderbetreuungsplätze, das ist genauso richtig. Und das Schlimme ist, Betreuungsplätze ist der Schlüssel für Berufsausübung und Einkommenssicherung. Und deswegen müssen wir in diesem Bereich sehr viel tun. Auf der anderen Seite tun wir da sehr viel, sind aber natürlich mit Rahmenbedingungen belastet, die uns Schwierigkeiten machen. Gerade was die Innenstadt betrifft, fehlt es ja nicht an dem Tun der Stadt. Wir investieren ja schon seit den 90er Jahren verschärft an dem Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen. Kinderbetreuungsplätze waren in den 6 Haushaltskonsolidierungsprogrammen, die wir hatten, im Laufe der Zeit immer ausgenommen.
weil es für uns wichtig war, in diese Bereiche zu investieren. Auf der anderen Seite stellen wir aber fest, dass uns langsam, insbesondere im Stadtzentrum, die Plätze ausgehen. Wir finden nicht die Grundstücke, wir finden nicht die Flächen, um dort Kindergärten aufzubauen. Also von daher ist es wahnsinnig schwierig, hier zu besseren Ergebnissen zu kommen, wenngleich wir alles tun, um das auch zu erreichen. Schade, ich hätte gerne ein paar Sätze gehabt. Danke, Herr Monatzieder. Frau Nallinger, jetzt können wir nochmal umdrehen, bitte. Ja, über die Kinder- und die Familiensituation ist, glaube ich, jetzt sehr viel gesagt worden. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, das wir angehen wollen. Aber Frau Ostner, Sie haben ja vor allem die Single-Haushalte angesprochen und auf die möchte ich jetzt gerne eingehen. Single-Haushalte, wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann heißt das für mich, dass wir eine Stadt sind mit sehr vielen Menschen, die alleine leben, alleine wohnen. Und deswegen finde ich, ist es unsere Aufgabe, dass wir die Menschen hier auffangen und dass wir sie zusammenbringen. Ich habe mich mal gefragt, was sind denn die drängendsten Probleme und Fragen, die sich Münchnerinnen und Münchner stellen? Und eine ist, glaube ich, kann ich mir München noch leisten? Und eine andere ist, ist München noch solidarisch? Bin ich gut genug für München? Wenn ich mir alleine anschaue, wenn ein Mensch hier nach München kommt und auf den Wohnungsmarkt sich begibt, mit wie vielen Konkurrenten er sich hier abgeben muss und wie hart der Kampf um ein Dach über dem Kopf ist. Und wenn ich mir dann denke, so werde ich empfangen hier, es geht gleich richtig zur Sache, ja, dann glaube ich, dass sich viele Menschen die Frage stellen, ist die Stadt fair, ist sie solidarisch? Und wie wird es mir hier gehen? Und mein Ansatz ist, Sie haben es ja vorher schon gesagt, ich sehe mich als die Moderatorin, als die Moderierende. Und ich glaube, wo wir auch noch besser werden müssen, ist in Angeboten, dass die Menschen zusammenkommen. Ein Beispiel vielleicht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn jemand nach München kommt, dass es Patenschaften gibt. Ja? Dass jemand, der nach München kommt, empfangen wird, dass ein alteingesessener Münchner oder Münchnerin sagt, hey, ich habe Lust, jemand die Stadt zu zeigen, unsere schönen Plätze, und den mitnimmt. Ich glaube, dass das doch eine andere Begrüßung ist, als wenn man sich auf dem Wohnungsmarkt begibt. Und dann wünsche ich mir, dass unsere Wohnviertel auch viel mehr Gemeinschaft abläuft, dass wir viel mehr Bauherrengemeinschaften, schon stopp, okay, sorry. Aber. Sie haben jetzt schon angefangen, Beispiele zu nennen. Mir war es insgesamt noch nicht konkret genug. Und deshalb brauchen wir jetzt die Frau Schulze nochmal. Frau Schulze, kommen Sie. Frau Schulze, im Jahr 2020 sind Sie, rechne ich richtig, 35? Ja. 35. Dann wird es allerhöchste Zeit. Frau Schulze überlegt im Jahr 2020 wirklich, sie hat bis dahin noch keine Kinder, ob sie jetzt noch welche kriegt oder nicht. Frau Schulze überlegt auch, wir mutmaßen jetzt mal, den Single-Haushalt aufzulösen und vielleicht mit irgendjemandem ihres Herzens zusammenzuziehen und eine Familie zu gründen. Auf der anderen Seite spricht da viel dagegen. Wir haben es gehört, was dagegen spricht. Ich hätte gerne von den Kandidaten eine ganz konkrete Maßnahme, die Frau Schulze überzeugt, nicht in einen der Landkreise zu ziehen mit ihrer neuen Familie. Auf geht's. Jetzt ist dran, wer war als letzter dran? Der Monatzieher darf jetzt, genau. Frau Schulz wird natürlich mitnichten in die Landkreise ziehen, weil in München gibt es so viele tolle, weiche Standortfaktoren, dass sie das nicht machen wird. Und das heißt, wir haben ein unglaubliches Angebot an Freizeit- und Grüneinrichtungen, wo Frau Schulze dann mit ihrem Kind spazieren gehen kann. Denken Sie nur an die renaturierte Isar, da geht das Kind gar nicht mehr weg. Das heißt, Frau Schulze wird dort bleiben. Brauchen Sie noch ein Argument, warum Frau Schulze eins reicht bleibt? Mir völlig. Okay. Wunderbar. Jetzt machen wir hier bei der Frau Nallinger weiter und dann kommt der Herr Hönning. Ja, also ich glaube auch, dass die Frau Schulze hier bleibt, weil die Frau Schulze natürlich in einer Lebensgemeinschaft lebt, wo beide gleichberechtigt sind und wo beide einer Arbeit nachgehen und wo beide sich für die Kinder, das wären mehrere, ich weiß es, für die Kinder einsetzen wird. Und sie werden sich ihren Alltag teilen und deswegen werden sie sich sehr gut überlegen, ob sie nach draußen ziehen. Weil dann wird alles ein bisschen komplizierter, erstmal allein von der Mobilitätsorganisation. Und außerdem bleibt Frau Schulze hier, weil wir in der Stadt hier einfach die besten Ganztagsschulen haben, die es überhaupt hier weit und breit gibt.
Wir haben nämlich Ganztagsschulen, wo die Kinder gefördert werden, wo sie keine Angst haben muss, dass sie als berufstätige Mutter und Vater die Kinder hinten runterfallen, sondern die Kinder werden hier gefördert. Die Kinder sind hier in Ganztagsschulen, sie kann ganz beruhigt in die Arbeit gehen. Und bis 2020 haben wir die echt flächendeckend in München. Naja, die Frau Schulze weiß dann schon, wo die sind. Die ist ja noch weiterhin in der Politik, ist gut informiert. Und sie kriegt auch einen Platz. Sie kriegt auch einen Platz. Jetzt kommt der Herr Hönning. Ja, also Sebastian und ich mussten gerade so lachen, wie du die gleichberechtigte Lebensgemeinschaft angesprochen hast. Also da brauchst du einen starken Mann. Wir haben ja beide Erfahrungen, wie schwer der Kampf ist. Aber ich möchte jetzt weniger Sachen sagen, warum du bleiben wirst, sondern wie wir gemeinsam es gestalten können, dass du bleibst. Du wirst eine Wohnung brauchen. Ich hoffe, du wirst nicht in so einem Wohnsilo landen, wo ich gerade wohne, wo alle Wohnungen gleich aussehen, sondern in einer kleinteilig gebauten vielleicht Genossenschaftsbau, wo du dich einbringen kannst in den Aufbau des ganzen Viertels. Ich glaube, dass es attraktiv wird, München, auch bei kleinen, teuren Flächen, wenn man es eben schafft, wie du es genannt hast, Orte zum Zusammenkommen zu schaffen. Wenn Leute was gemeinsam aufbauen, Viertel, dann ist es auch sehr viel lebenswerter, wenn es teuer ist. Und die schwierige Betreuungssituation hoffe ich, dich natürlich für eine Gründung einer Elterninitiative gewinnen zu können. Ich kann dir damit Rat und Tat zur Seite stehen. Du wirst mich danach vielleicht auch einen Tick besser verstehen, warum ich die Situation in München, der ein bisschen überdrüssig bin. Wunderbar. Ich bin aber leider immer noch nicht zufrieden. Nein, Sie sind auch noch nicht zufrieden, Frau Schulze. Nein, 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 nein. Frau Schulze möchte natürlich beruflich auch weiterkommen und sie möchte nicht nur auf irgendeiner Mittelebene herumdümpeln. Nein, Frau Schulze möchte ganz nach oben. Sie möchte die gläserne Decke durchbrechen. Sie möchte richtig Karriere machen. Vielleicht in der Politik, vielleicht in einem Unternehmen. Wie gewährleisten Sie, und das sind jetzt wirklich die Fragen des Arbeitskreises Frauen und der Grünen Jugend, es läuft beides in die gleiche Richtung, dass wir 2020 eine Stadt haben, in der es eine Geschlechtergleichberechtigung gibt und in der das Gender Mainstreaming, muss ich es übersetzen? Ja. Frauen dürfen überall genauso gleichberechtigt sein wie die Männer und die Männer genauso wie die Frauen. Es eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Also wie gewährleisten Sie, dass Frau Schulze dahin kommt, wo sie hin will? Ja. Halt, jetzt haben Sie, wir hatten gerade angefangen. Sie, ja, dann sind Sie jetzt dran. Okay, drehen wir wieder um. Also, ja. 2020, da haben wir auf allen Ebenen die Grünen mit an der Regierung und wir haben eines ziemlich schnell gemacht. Wir haben die Quote eingeführt. Wir haben die Quote eingeführt, 40% Minimum Frauen und 40% Minimum Männer in Aufsichtsräten und in höheren Positionen. Wenn ich mir heute die Zahlen anschaue, dann wird es mir wirklich richtig bange, ja. 97% aller Aufsichtsräte und Rätinnen, 97% sind Männer. Ja? Und wir wissen, gerade auch aus Norwegen, aus Untersuchungen, dass Unternehmen, wo Frauen und Männer gleichermaßen die Fäden in der Hand haben, wesentlich erfolgreicher sind. Ja? Und eines wissen wir auch, wenn die Quote nicht kommt, dann hat es Frau Schulze verdammt schwer, dieses Ziel zu erreichen, dann müssen wir eben noch weiter kämpfen. Aber das Problem haben wir nicht, weil wir an allen Ebenen die Grünen mitbeteiligt sind. Und die Stadt hat sogar noch Sonderprogramme, wenn es im städtischen Unternehmen ist. Wir fördern die Frauen von Anbeginn. Wir suchen den Kontakt zu den Schulen. Ich glaube, dass Frauenförderung ganz früh anfangen muss. Wir haben unser ganzes berufliches Weiterbildungssystem, glaube ich, sehr auf die Belange der Männer ausgerichtet. Das haben wir bis 2020 komplett gekippt. Wir haben nämlich das Gender Mainstreaming eingeführt und die Frauenförderung und die Frauenausbildung geht nach gleichermaßen nach Aspekten der Männer und nach Aspekten der Frauen. Und Frau Schulze ist einfach super vorbereitet. Jetzt kommt Herr Monatzeder und dann Herr Hönning. Ja. Ja, Quote State. Ich glaube, so, Sie waren vorher Zweiter. Nee? Ist okay, oder? Also, dann machen wir es so rum und dann dürfen Sie anfangen. Ja, also Quote ist State of the Art, da braucht man nicht mehr drüber diskutieren. Ich bin ja heilfroh, dass in der Stadtverwaltung zumindest diese Zahlen, die Sabine Nallinger gerade gesagt hat, nicht so zutreffen. Wir haben 28.000 Beschäftigte bei der Stadtverwaltung, weil mit Ausnahme der Stadtwerke und der Krankenhäuser, davon ist der Frauenanteil 62%. Aber jetzt kommt natürlich das Entscheidende, in Spitzenpositionen leider nur 47%. Da fehlt uns noch ein bisschen was auf 50%.
Prozent. Und wenn Sie, also in Führungspositionen, und wenn Sie die Spitzenpositionen anschauen, dann schaut es natürlich ganz schlecht aus. Wir haben jetzt 8 Referenten, das sind 8 Männer und 3 Frauen als Referentinnen. Und wenn Sie dann auch noch die Bürgermeisterebene anschauen, da haben wir Oberbürgermeister, aber zumindest 2 paritätisch besetzte Bürgermeister, nämlich die Frau Strobel und ich. Aber es ist natürlich vollkommen klar, dass das Thema Besetzung von Spitzenpositionen, von Führungspositionen in der Stadt eine wichtige Rolle spielt. Deswegen haben wir die Gleichstellungsstelle. Gleichstellungspolitik ist in München schon lange ein Schwerpunkt. München hatte, glaube ich, die erste Gleichstellungsstelle überhaupt in der Republik seit 1989. Und Gender Mainstreaming ist sozusagen die Erweiterung der Gleichstellungspolitik, eben nicht nur auf die Situation der Frau zu schauen, sondern auch die ganzen Lebensbedingungen und gleiche Ausgangschancen für alle zu gewährleisten. Und in diese Richtung arbeitet die Landeshauptstadt. Da müssten die privaten Unternehmer nur ein bisschen besser mitziehen. Aber deswegen wird ja auch die Quote diskutiert, damit das auch seinen Niederschlag findet in der Privatwirtschaft. Vielen Dank, Herr Monatzieder. Herr Hönning. Also ich würde als OB nicht warten, beziehungsweise zurückschauen und mich ausruhen auf einer Gleichstellungsstelle, die es schon seit den 80er Jahren gibt. Ich sehe auch die Bilanz der Stadt kritisch. Ich kann vieles unterstreichen, was du, Sabine, an Forderungen genannt hast. Allerdings glaube ich, dass die Stadt hier als Vorbild dienen müsste und nicht hinterherhinken darf, was sie derzeit tut. Der hohe Führungsanteil, den du HEP genannt hast, der ist unter anderem auch dem Sozialreferat geschuldet mit den vielen Kindergartenleiterinnen. Ich möchte diesen Beruf gar nicht schmälern, aber das sind jetzt nicht gerade Spitzenverdiener. Also sozusagen seine Bilanz dadurch zu schonen, dass man sehr, sehr viele Kindergärten hat, wo dann immer wieder weibliche Führungspersonen da sind, weil man es immer noch nicht geschafft hat, männliche Männer in den Kindergarten als Betreuer reinzubringen, halte ich für schwierig. Wenn es um Spitzenpositionen geht, dann müssen wir da, wo wir Einfluss haben, Frauen fördern und nicht Männer. Und da, glaube ich, können wir ein sehr schönes Beispiel geben. Bis 2020 werden wir zeigen, dass da, wo wir auf Vielfalt setzen, wo wir auf Diversity setzen, wo wir allen Chancen geben, wo wir eben auch Frauen in Spitzenpositionen von städtischen Gesellschaften sie unterstützen, und da wird der Erfolg sehr viel größer sein. Und das wird ein schöner Kontrast sein, und dann zieht die Wirtschaft von ganz alleine nach. Und wenn sie es nicht tut, dann muss man noch mit Gesetzen nachhelfen. Vielen Dank, Herr Hönning. So, jetzt ist, glaube ich, Frau Schulze wirklich zufrieden. Und beim Bürgerforum 2020, da schauen wir da mal, was eingetreten ist, okay? Gut. So, soweit diese kleine Eröffnungsrunde. Ich würde sagen, jetzt sind Sie langsam mal dran, denn es ist ja schließlich ein Bürgerforum und kein Moderatorinnenforum. Haben Sie Fragen an unsere Bewerberinnen? Ja, da ist bestimmt irgendjemand mit einem Mikrofon, oder sonst komme ich einfach runter. Als vor 30 Jahren die Grünen angetreten sind, war es selbstverständlich, dass wir gegen ein weiteres Wirtschaftswachstum sind. Jedenfalls für das quantitative Wirtschaftswachstum, gegen das quantitative Wirtschaftswachstum, und aber notfalls für ein qualitatives. Ich sehe, dass inzwischen die Wirtschaftsleistung in München sich verdreifacht hat in etwa. Und ich hätte gern gewusst, ob die Grünen weiterhin dafür sind, dass Gewerbegebiete ausgewiesen werden, oder ob da jetzt mal ein Stillstand ist, dass man vielleicht Grundstücke vorhält, aber jetzt keine mehr ausweist, damit das Defizit zwischen Wohnen und Arbeiten. Wir haben über 200.000. Ja, die Frage hatten wir schon. Okay, die haben wir jetzt. Also mehr Gewerbegebiete, vielen Dank erstmal. Oder Stopp. Wer war dran mit Anfangen? Ich glaube, Herr Hönning. Ja, also von Stillstand zu sprechen ist immer schwierig, aber ich glaube, wir müssen Prioritäten setzen. Wir müssen den Leuten ganz klar machen, dass es neben dem quantitativen Wachstum eben auch ein qualitatives Wirtschaftswachstum gibt, dass wir einfach die Verantwortung haben für das, was wir auch als Münchner unserer Nachwelt hinterlassen. Und natürlich muss die Priorität in einer Stadt, die dermaßen überhitzt ist, sein, dass wir erstmal Wohnraum, Raum für Kinder, Raum für Jugendliche schaffen. Ich sehe nicht mehr diesen Wettbewerb, dass München hier irgendwie um noch mehr Ansiedlungen von Arbeitsplätzen kämpfen müsste, und deswegen war ich auch kritisch für die Olympia-Bewerbung,
deswegen war der Ausbau des Flughafens überflüssig. München leidet nicht an zu wenig Wirtschaftswachstum, sondern eben an zu wenig Fläche, an zu wenig Raum für die, denen es nicht so gut geht, für die, die eben noch nicht erwerbstätig sind, wie Kinder und Leute, die Familien haben. Und ja, wir müssen einfach auch schauen, wie können wir als Münchner dazu beitragen, dass dieses quantitative Wachstum, zumindest dass die Kosten gerechter verteilt werden. Wie sieht es aus mit einer City-Maut, dass nicht mehr jeder umsonst in unsere Stadt reinfahren kann, sondern dass wir sagen können, okay, die Ressourcen müssen wir senken, aber nicht durch Restriktionen, sondern einfach dadurch, dass es was kostet. Oder dass wir wirklich, wenn wir neu bauen, die Leute verpflichten, Solarzellen aufs Dach zu tun. Ich habe selber in meiner Eigentümergemeinschaft gemerkt, es ist verdammt schwierig, sowas nachträglich zu machen. Es gibt zwar Fördergelder, die Stadt unterstützt das dankenswerterweise durch SIM und andere Initiativen, aber es ist einfach verdammt schwierig, wenn man da hinterher da erst angreifen muss als engagierter Bürger. Da wäre mal wieder mein Credo eben, die Leute nicht ausbremsen, sondern sie machen lassen, sie von Anfang an unterstützen und teilweise auch verpflichten dazu. So, jetzt glaube ich, ich weiß es nicht mehr. ich glaube, Sie sind dran und dann Frau Nallinger. Also meine Vision ist für die nächsten Jahre München als Motor der Regionalwirtschaft. Denn die Region und die Stadt ist die beste Form des nachhaltigen Wirtschaftens. Das vermeidet Verkehr, produziert wird vor Ort, das schafft und sichert Arbeitsplätze und die Region ist der Markt, wo diese Produkte dann auch nachgefragt und konsumiert werden. Und damit entsteht ein Geflecht mit einer unglaublich positiven Ökobilanz. Und dieses Modell kann man auf eine ganze Reihe von Wirtschaftszweigen anwenden. Beispielsweise für die Energieerzeugung, die wird dort erzeugt, wo sie verbraucht wird. Ich sage hier nur ein Thema, das uns die nächsten Jahre beschäftigen wird, Stichwort Energiewende, bis hin zum Thema frische, saisonale Lebensmittel. Entscheidend wird sein, dass wir eine durchgehende Wertschöpfungskette haben von Produktion, von Vertrieb, von Verkauf bis hin zum Unterhalt. Und das ist nicht nur positiv für den Handel, für die Industrie, für das Gewerbe und für die Arbeitsplätze, sondern das ist auch positiv im Sinne einer Wertegemeinschaft, die sich diesen allgemeinen Globalisierungstrend entgegenstellt und auch für das Bewusstsein, für die Verantwortung vor Ort, für die lokale Verantwortung und für die lokale Zuständigkeit. Und deswegen wünsche ich mir München als Kompetenzzentrum für Umwelttechnologie, für erneuerbare Energie, effiziente Energie und vor allen Dingen Wiederverwertung. Die Grünen waren ja mal Anfang der 90er Jahre in Bezug auf die Müllverwertung führend. Und diese Führungsrolle hätte ich ganz gerne wieder. Und deswegen wäre es ganz wichtig, das Thema Wiederverwertung, Müll und so weiter vielleicht nochmal in einer anderen Frage nochmal zu behandeln, weil jetzt gerade die Zeit zu Ende ist. Ja, Frau Nallinger. Ja, Alfred. Sie dürfen ruhig klatschen, ist nicht verboten. Also, Alfred, zunächst mal, bevor ich auf die Gewerbegebiete eingehe, möchte ich schon noch mal eine Tatsache ins Bewusstsein rücken. Das ist ja so, dass wir die Anzahl der Arbeitsplätze wächst, aber es wächst auch die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner, nicht nur, weil wir hier Arbeit haben, sondern auch, weil wir hier sehr viele gute Ausbildungsstätten haben und weil das hier einfach eine geile Stadt ist und die Leute hierher kommen wollen. Und wir haben einfach die fantastische Situation, dass wir eine Arbeitslosenquote unter 5% haben, was ich ganz prima finde und ganz toll finde. Und wir müssen einfach sehen, dass hier ganz viele Menschen leben wollen. Und ich bin zum Beispiel von der persönlichen Biografie, ich bin zum Studium hier nach München gekommen und ich habe mich in die Stadt und auch noch ein weiteres hier verliebt und bin hier geblieben. Und das müssen wir einfach sehen und für diese Menschen müssen wir auch Arbeit schaffen. Ich will aber natürlich das Problem, das ich auch sehe, wie es mit unseren Flächenreserven aussieht und mit unserem Flächenmanagement. Und ich sehe wieder HEP, die regionale Ebene, aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, wir werden die Probleme der Wohnungspolitik, die Probleme der Gewerbepolitik nur hinbekommen, wenn wir gemeinsam mit der Region die Siedlungsflächen entwickeln und die so intelligent entwickeln, dass wir einfach kurze Wege haben, dass wir die Verkehrsinfrastruktur mitplanen, dass wir Mischgebiete entwickeln, wo Wohnen und Arbeiten in einem Gebiet ist. Und wenn ich mal unsere Gewerbegebiete anschaue, dann haben wir da auch heute sehr viel Leerstand. Ja? Und was meine Vision ist für diese Gewerbegebiete ist,
dass wir erstmal die nehmen, die wir haben, wenn neue Unternehmen kommen, und dass wir dann eben Wohnen, es hat aber ein bisschen später angefangen, Wohngewerbe eben zusammen machen. Und ein Aspekt noch, ich finde, wir sollten auch schauen, welches Gewerbe wir herbekommen. Ich finde es jammerschade, dass wir in der Solarstadt München, wenn ich allein die Sonnenstunden und die Solarinitiative anschaue, dass wir hier keine Solarmodulfabrik haben. Das wünschte ich mir. Die Arbeitsplätze hätte ich gerne hier. Also das Gummibärli müssen wir Ihnen jetzt leider wieder wegnehmen. Wir haben da hinten noch eine Frage. Ja, jetzt können wir Sie gut sehen. Jutta Koller, ich bin Sprecherin hier der Grünen im Münchner Norden. Es wurde heute viel von der prosperierenden Stadt gesagt. Die Stadt ist geil, die Leute wollen herkommen. So erlebe ich das auch als Stadträtin im Rathaus. Hier im Münchner Norden ist der Schickimicki-Anteil etwas geringer als woanders. Und auch der Grünen-Anteil ist ja deutlich geringer. Meine Frage an alle drei Kandidatinnen, also Kandidaten, wie könnt ihr uns hier im Münchner Norden unterstützen? Auf der einen Seite, wie seht ihr unsere Themen hier im Münchner Norden und wie könnt ihr uns Grüne unterstützen, dass wir auch deutlich mehr Wählerinnen und Wähler gewinnen können und einfach so ein bisschen aus der Diaspora herauskommen? So, wer war jetzt dran? Mit erster sein. Ich glaube, Sie waren dran, gell? Sie waren Letzter, sind Sie jetzt Erste. Okay, also erstmal ein bisschen mehr Sonne hierher holen, Jutta. Nein, also Scherz beiseite, aber es ist in der Tat so, wenn man sich mal die Sonnenstunden anschaut, ich habe mich ja gerade da verabschiedet mit dem Statement, dann ist es hier natürlich schon sehr, sehr viel weniger im Münchner Norden. Ich glaube, dass wir bei der Stadtplanung grundsätzlich eine sehr gute Mischung hinbekommen haben in unseren Gebieten. Wir haben eine sehr gute Mischung zwischen sozialem Wohnungsbau, zwischen frei finanziertem Wohnungsbau. Aber vielleicht müssen wir hier noch etwas besser werden. Und was ich mir da wünsche, ist eben, dass unsere städtischen Wohnungsbaugesellschaften ein größeres Gewicht bekommen hier in der Stadt und hier mehr gestalten können. Und so wir sozusagen wir auch die Stadtentwicklung und die Siedlungsentwicklung besser steuern können. Wenn ich mir mal anschaue, wir haben einen Bestand von 8% der Wohnungen in städtischer Hand. Wir haben 5% Genossenschaften. Ich finde es viel zu wenig. Wenn wir nach Berlin schauen, wenn wir nach Hamburg schauen, dann sind ungefähr 30% bis 40% in städtischer Hand. So kann man viel mehr die Stadtplanung lenken und die Sozialplanung lenken. Und ich glaube, unser Ziel muss aus zweifachen Gründen sein, dass wir den kommunalen Wohnungsbestand erhöhen. Einmal, weil wir die Stabilität brauchen, wir brauchen sichere Mieten und das schaffen wir nur, wenn eben dieser Prozentsatz am kommunalen Wohnungsbestand möglich ist. Und zum Zweiten eben das, Jutta, was du angesprochen hast, dass wir eben von Stadt her hier noch stärker steuern können, als wir es bisher tun. Genau, jetzt würde ich sagen, nachdem ich nicht mehr weiß, wer dran war, dass wir einfach jetzt nochmal von links nach rechts gehen und immer eins weiterrücken und der Nächste ist immer der Erste dann. Sonst komme ich, ja, okay. Okay. Ja, ich kann vieles unterstützen, was Sabine gesagt hat, aber ich glaube, es ist auch nur begrenzt möglich, durch die Siedlungspolitik Einfluss auszuüben in die Probleme, die du, Jutta, genannt hast. Ich glaube, der Münchner Norden hat eine große Bevölkerung, die auch weiterhin hier sein wird, weiterhin Kinder und Enkel bekommen wird. Und da müssen wir ansetzen, dass die von Anfang an wirklich Chancengleichheit haben, dass man Bildung nicht erst sozusagen, wenn die Kinder auf dem Gymnasium sind oder nicht, sagt, da müssen wir hier irgendwelche angeblichen Eliten fördern, sondern Bildung beginnt so kitschig, das vielleicht klingt, seit der Geburt. Man muss schauen, dass jedes Kind eine Chance hat auf ein gutes Umfeld, dass da die Eltern unterstützt werden, die sich eben schwerer tun, die aber auch Hilfen annehmen. Diese Hilfen dürfen nicht von oben herabkommen, sondern es muss eben auch viel, auch Initiative vor Ort gefördert werden. Aber ich fand auch die Idee mit den Patenschaften, vielleicht ließe sich die ausweiten, nicht nur auf Neuankömmlinge nach München, sondern eben auch, sicher, da muss man aufpassen, dass das dann nicht zu sehr von oben herab konzipiert wird. Aber dass es Leuten, denen es besser geht, dass die halt dann Patenschaften übernehmen für bestimmte Menschen oder für Leute hier, die einfach schwierigere Startchancen haben. Und man muss einfach auch in alternative Bildungsprojekte viel Geld und viele Mittel investieren und viel Motivation freimachen. Es gibt andere Schulmodelle. Wenn die hier wären, dann wäre der Münchner Norden wieder attraktiver, wenn hier öffentliche Montessori-Schulen zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wären. In Berlin gibt es Montessori-Schulen, die sind nicht wieder von Privaten, was wieder heißt, es sind nur die Großkopferten, die sich das leisten können oder die halt ganz besonders stark
motiviert sind oder sich einbringen, sondern das muss wirklich für jeden möglich sein und da kann man auch steuern, dass man einfach sagt, hier der Stadtteil wird attraktiver, dass ich bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten schaffe, die nicht 0815 sind, dass ich eine bessere Grundschule schaffe, vielleicht eine internationale Schule, wo die Leute einfach, wo die Menschen sehen, da sind auch mehr Chancen dann da. Herr Monatzeder. Ja, was hier gesagt wurde von Nikolaus und von Sabine, gilt ja eigentlich für ganz München. Jutta, ich habe dich so verstanden, was wir denn tun können, um dich aus der grünen Diaspora mit rauszuholen im Münchner Norden. Also ich würde ganz gern Wahlkampf mit dir machen im Münchner Norden, um die Themen anzusprechen, die hier den Leuten auf den Nägel brennen. Ich glaube, da könnte man schon wahnsinnig viel bewirken. Vor allen Dingen, weil es ja so ist, dass im Münchner Norden auch zunehmend mehr passiert. Also das, was an Wohnungsbau hier passiert, der Münchner Norden hat ja mal einen ganz schlechten Ruf, ein ganz schlechtes Image. Mittlerweile hat sich das unglaublich gewandelt. Und der Münchner Norden gehört mittlerweile auch zu den sozusagen sozial anhebenden Stadtteilen. Und wenn man schaut, was im Münchner Norden sonst passiert, insbesondere im Grün- und Freiflächenbereich, beispielsweise über die Nordheide, initiiert vom Heideflächenverein, wobei ich übrigens im Vorstand bin, bloß nebenbei bemerkt. Nein, sind natürlich ganz positive Elemente, die natürlich auch hier den Münchnerinnen und Münchner im Münchner Norden auch deutlich gemacht werden muss, dass das ein Ergebnis grüner Politik ist. Und darüber würde ich ganz gerne mit deinen grünen Freunden zu Wahlkampfzeiten in den Münchner Norden kommen und gern mit dir darüber diskutieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bewirkt, dass wir zunehmend hier auch mehr Wählerstimmen bekommen. Vielen Dank, Herr Monatzeder. Jetzt haben wir in der ersten Reihe eine Frage. Ja, ich bin der Tino. Ich bin nicht der Partei der Grünen angehörig oder auch gar keiner Partei. Ich habe Transportwirtschaft studiert und mich ganz konkret würde mal interessieren, das Thema Mobilität, Verkehr, wie werden wir uns im Jahr 2020, insbesondere in München, fortbewegen? Und zwar, ich möchte keine allgemeinen Statements, mehr Radverkehr, mehr ÖPNV, weniger Autos, sondern welche konkreten Projekte, immerhin das sind 8 Jahre, sind irgendwo in den Köpfen von euch allen drei drinnen, vom öffentlichen Verkehr, vom Fahrradverkehr, vom Autoverkehr und vom Luftverkehr. Vielleicht mal so diese 4 Kategorien. Wie sehen da so die Tendenzen und die Projekte aus? Sind Sie einverstanden, wenn ich Ihre Frage mit einem Beispiel unterfüttere? Gerne. Ja, passen Sie auf. Sie haben eine junge Familie. Bedauerlicherweise hat die Familie keinen Krippenplatz im Viertel bekommen, sondern nur eine Tagesmutter im Nachbarviertel. Da kommt man unwahrscheinlich blöd hin. Das heißt, in der Früh fährt die Mutter immer mit dem Auto darüber, weil das ist zu weit zum Radeln für das kleine Kind. Und mit dem Bus kommt man ganz schlecht hin. Der Papa, der fährt mit dem Radl in die Arbeit, der fährt aber an einer fürchterlich vollen Straße, wo sich die Radlfahrer schier gegenseitig umfahren. Die Mutter bringt das Kind in die Krippe, dann fährt sie mit dem Auto in die Arbeit, steht ewig im Stau. Die zwei stehen in der Arnulfstraße eigentlich fast nebeneinander, kann man sagen. Wie wird sich die Situation für diese Familie verbessert haben durch die ganz konkreten Projekte, die sie anstoßen? Sie sind dran. Ja, Sie haben es mir jetzt ein bisschen schwerer gemacht durch die konkrete Familie, weil Ihnen hätte ich noch als konkretes Projekt die City Maut genannt, weil ich sage, es gibt viele Leute, ich gehe da ganz unideologisch ran. Wenn jemand Auto fährt, das gibt gute Gründe, die Sie dafür genannt haben. Es gibt aber auch gute Gründe dafür, nicht im Stau zu stehen mit denen, die einfach aus Kostengründen und Bequemlichkeitsgründen das Auto nehmen. Und gerade die Beispiele derer, die aufs Auto angewiesen sind, die würden auch von einer City-Maut profitieren, weil für die ist Zeit Geld für Transportunternehmer, für Leute, die wirklich beruflich darauf angewiesen sind, an einem Tag sehr, sehr schnell von A nach B zu kommen. Dass das bei einer Familie natürlich auch ins Geld schlägt, ist mir auch klar. Ich würde auch diese City-Maut nicht nehmen, um damit irgendwelche Löcher zu stopfen, die man wieder dadurch bekommen hat, dass man irgendwo Mist gewirtschaftet hat, sondern ich würde sie einfach 1:1 den Menschen wiedergeben. Entweder den Familien oder eben dadurch, dass ich in bessere Kinderbetreuung vor Ort investiere. Also es zeigt ja einfach nochmal mehr, ich darf es nur als kleines Beispiel nehmen und hoffe nicht damit zu sehr abzuschwenken, unsere Elterninitiative ist in einer Tiefgarage gegründet worden, weil ein Vater gerade aus Garching zurückkam, der ist an der TU, hat dann einen Platz, eine andere Mutter fährt nach Berg am Laim, weil sie bei der Süddeutschen einen Betriebskindergarten hat und ich habe gesagt, jede Solarzelle am Dach wird gefördert, weil sie CO2 einspart und wir fahren da in der ganzen Stadt spazieren. Jetzt lass uns doch da mal CO2 einsparen. Also ich denke, wir müssen den Leuten einfach helfen, zu einer Stadt der kurzen Wege zu kommen.
das ist jetzt wieder sehr allgemein, aber mein konkretes Projekt wäre die City-Maut. Mein konkretes Projekt wären zum Beispiel Carsharing, dass es nicht nur ist, dass ich das den ganzen Tag mieten muss, wenn ich irgendwo hinfahre, sondern einfach nehmen kann. Da gibt es jetzt gute Ansätze mit Zebramobil und anderen. Aber das müssen wir noch sehr viel stärker auch ins Bewusstsein bringen, dass es möglich ist, von A nach B zu fahren, vielleicht dann mit dem Fahrrad die Tagesgeschäfte in der Stadt weiter zu erledigen und nicht am Tagesende so viel zu zahlen, wie ich fürs Auto die ganze Woche zahle. Das wären so meine Projekte, die ich gerne anstoße. Wunderbar. Jetzt kommt der Herr Monatseder und dann die Frau Nalling. Es geht immer links rum jetzt. Ne? Also ich will eine demokratische Verkehrsplanung. Ich muss erst erklären, was ich damit meine. Wir haben steigende Energiekosten, wir haben demografische Entwicklungen, wir haben veränderte soziale Zusammensetzung der Stadtgesellschaft und wir haben eine neue Mobilitätskultur. Mit dem Fahrradl sozusagen als zeitgemäßes Statussymbol junger Städter im Zentrum. Und wenn ich das weiß, dann muss ich die Verkehrsplanung verändern. Dann muss ich einen Paradigmenwechsel in der Verkehrsplanung reinbringen. Das heißt nichts anderes, als dass ich weiß, Kinder haben keinen Führerschein, Jugendlichen haben keinen Führerschein, alte Menschen haben ihn wahrscheinlich schon abgegeben und der größte Teil der Münchner nutzt den Umweltverbund und ich baue trotzdem teure Straßen für den motorisierten Verkehr. Das funktioniert nicht. Das heißt also, als erstes muss ich aufhören, teure Straßen zu bauen und auf der anderen Seite muss ich den begrenzten Verkehrsraum dann natürlich anders aufteilen. Ganz klar, mehr für Fußgänger, mehr für Radfahrer ist auch der Grund, warum im nächsten Jahr die Walk 21 hierher nach München kommen soll, um entsprechende Beispiele dann zu diskutieren. War ja derselbe Effekt mit VeloCity 2007, ein unglaublicher Schub in der Fahrradlpolitik. Sowas stelle ich mir vor mit der Walk 21 und die anderen konkreten Projekte sind natürlich die City-Maut. Die konkreten Projekte sind Carsharing. Das ist alles das, was im Rahmen des Mobilitätsmanagements gemacht wird. Da könnt ihr mich übrigens auch daran messen. Mobilitätsmanagement war in München kein Thema oder lange Zeit kein Thema. Ich dachte eigentlich, das sollte ins Planungsreferat als Verwaltungseinheit. Die wollten es nicht haben. Ich konnte einen Kreisverwaltungsreferenten überzeugen, dass das ins Kreisverwaltungsreferat kann. Denn da hätte er wenigstens einmal die innovativen und kreativen Ideen loszuwerden und nicht nur Gesetze zu vollziehen. Und mittlerweile haben wir eine hervorragende Abteilung Mobilitätsmanagement, München gescheit mobil, wo die ganzen Ideen, die ganzen konkreten Projekte drinstehen. Leider habe ich jetzt die Zeit, nicht sie weiter aufzuzählen, aber genau das will ich. Danke, Frau Nallinger. Ja, 2020 gibt es in München die Mobilitätscard. Man kann damit Carsharing nutzen, Fahrradverleihsysteme. Die Stadt hat ein riesengroßes Fahrradverleihsystem etabliert und den öffentlichen Nahverkehr. Man muss sich vorher nicht erkundigen, was kostet die Fahrt. Ich habe mein Ticket und mit dem kann ich alle Verkehrsmittel nutzen. Und wir haben die Straßen für die Menschen zugänglich gemacht. Wir haben es endlich geschafft, nach 50 Jahren die autogerechte Stadt zu überwinden. Wir haben nämlich jetzt die menschengerechte Stadt und auf den Straßen findet Leben statt. Und mit Verlaub, aber das Kind wird eben nicht mehr mit dem Auto weggebracht, weil der soziale Druck so groß geworden ist, dass man sich das nicht mehr traut. Ja. Ich bin noch nicht ganz, also ich hätte noch viele Ideen, also meine Zeit ist auch nicht abgelaufen. Eine also wir haben, Frau Ostner, also wir haben die Mobilitätscard und wir haben das Tramnetz ausgebaut, wir haben das verdoppelt, wir haben die Zugänge geschafft, wir haben die City-Maut eingeführt, weil wir müssen das Ganze ja finanzieren und das finanzieren wir über unsere City-Maut und weil der Flugverkehr angesprochen ist, wir haben auch 2020 zwei Startbahnen und ist keine dritte weiter in Sicht. Also bei solchen Ideen, da rutscht hinten gleich das Banner vor Schreck runter. Passend dazu gab es jetzt aus dem Netz, ich habe gerade in den Computer geguckt, eine Nachfrage, die man ganz kurz beantworten kann. Ich glaube, da brauchen wir die Uhr nicht, wenn Sie einverstanden sind, dass wir jetzt eine kurze Runde machen. Wer dran mit anfangen? Genau, Sie wären dran. Die grüne Ampelwelle, mit Ihnen ja oder nein? Grüne Ampelwelle versuchen wir andauernd zu installieren. Bei diesen komplizierten Straßenverhältnissen ist es schlicht nicht möglich. Wir können nur immer bestimmte Strecken abschnitten. Grüne Welle garantieren allerdings nicht für einen langen Abschnitt. Dazu haben wir viel zu viele Kreuzungen und Querungen. Jein. So, Frau Nallinger.
Also wir haben 1200 Ampeln hier in der Stadt, die nutzen wir, um sie intelligent zu nutzen. Wir haben die umweltsensitive Verkehrssteuerung, das heißt, wir haben eine Verflüssigung des Verkehrs, aber wir lassen nur so viel Verkehr in die Stadt, wie die Straßen verkraften, wie das Straßennetz aufnehmen kann. Und deswegen steht niemand im Stau, aber es kommen auch nur, sind nur so viele Autos überhaupt unterwegs, wie das Netz aufnehmen kann. Herr Hönning. Ja, also ich bin auch grundsätzlich dagegen, Autos auszubremsen, um sie zu vergraulen. Wir müssen den Fahrradverkehr attraktiver machen, dass wir einfach Flächen für den Fahrradverkehr zur Verfügung stellen, die wir den Autos nehmen, und damit werden wir sie zwangsläufig ausbremsen. Aber über die Ampel wäre jetzt nicht mein Weg, die Autos draußen zu halten. So, weitere Fragen. Jawohl. Ja, explodierende Mieten, die prosperierende Stadt, Zuwanderung. Gentrifizierung. Es wird Verdrängungsprozesse geben aufgrund dieses gigantischen Wachstums, und es wird die Armut vergrößern. Und ich möchte jetzt einfach mal wissen, sozusagen, was hier für diejenigen, die jetzt auf der Schattenseite des Booms leben müssen, was hier für Konzepte die kommenden Oberbürgermeister im Sinn haben, dass hier eine sozialverträgliche, solidarische Stadt bleibt. Okay, die sozialverträgliche, solidarische Stadt. Dann drehen wir wieder um und Sie dürfen anfangen. Also ich glaube, das fängt bei den Kleinsten der Kleinen an. Ich glaube, wir müssen ganz früh anfangen. Wir müssen im Krippenbereich quasi anfangen. Wir müssen es schaffen, dass die Kinder gemeinsam aufwachsen, dass jeder, der hier in München lebt, dieselbe Chancen hat und dass es nicht vom Einkommen und vom Ausbildungsstand der Eltern abhängt. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, dass wir eine Spreizung haben von den Grundschulen mit 10% Übertritt aufs Gymnasium bis hin zu 90% in Solln, dann heißt es für mich verdammt nochmal, dass wir Chancengleichheit herstellen müssen, und zwar ganz von Anfang an bei den Kinderkrippen. Und diese Aufgabe müssen wir schaffen. Das ist das eine. Das andere ist, da erzähle ich nichts Neues, 40-50% des Einkommens geht auf die Miete drauf in München. Wir können uns 1-2 Zimmer weniger leisten als eine Berliner oder Hamburger Haushalt. Und die Mieten, das wird unser größtes Problem sein. Und da habe ich eben die Vision, dass wir schaffen, dass wir über 30% des Wohnungsbestandes in die Wohnungsbaugesellschaften bringen, in die Genossenschaften, dass wir bezahlbaren Wohnraum machen und dass wir nicht so zaghaft wie in den letzten Jahren unsere städtischen Flächen entwickeln und meistbietend verkaufen. Damit muss Schluss sein. Also ganz klar zwei Plädoyers: Förderung der Kinder und Förderung des Wohnungsbestandes. Danke. Herr Hönning. Ja, ich möchte noch ergänzen, also ich möchte als allererstes auch die Frage noch ergänzen, wer profitiert davon? Warum wird die Armut, wie du es genannt hast, dadurch vergrößert, dass zuzukommt? Es kommen ja erstmal viele gut ausgebildete Leute, könnte das ja auch sehr positiv sehen. In erster Linie profitieren die, die Boden geerbt haben. Und die profitieren davon, ohne dass sie auch nur einen Millimeter dafür geleistet haben, ohne dass sie irgendwas dafür getan haben. Und sie profitieren auch noch steuerlich sehr günstig davon. Und das muss die Stadt einerseits besser versuchen abzuschöpfen. Das wird sie wird sie nicht selber alleine schultern können, weil sie da die Rahmenbedingungen teilweise auch auf anderen Ebenen mit einfordern muss. Aber wir müssen schauen, dass wir die Leute, die profitieren von den hohen Mieten, von den hohen Bodenpreisen, dass wir die sehr viel stärker noch in die Pflicht nehmen, als wir es derzeit mit der SoBoN schon machen, die vor 20 Jahren sicher ein gutes Instrument war. Wir müssen auch schauen, dass da, wo städtische Flächen sind oder öffentliche Flächen, dass die nicht weiter verscherbelt werden. Ich merke es ja momentan, das ganze Gebiet Hauptbahnhof bis Pasing, das war öffentliches Eigentum, es hat der Bahn gehört, und jetzt sind dort Immobilienhaie, sage ich mal sehr grob, die dort das Sagen haben, die ein Umfeld schaffen, was wirklich sehr viel Engagement bedarf, dass man dort die von dir angemahnten Forderungen erfüllt. Da wird ein Gebiet ausgewiesen, und man wundert sich, dass Menschen hinziehen und dass diese Menschen auch noch Kinder haben, und dann sagt man, okay, jetzt müssen wir mal planen, wie wir hier Kindergärten, Schulen und Krippen planen und bauen. Das ist der falsche Ansatz. Man muss
man kann nicht sagen, jetzt erst bauen wir mal, dann schauen wir mal, sondern man muss einfach sagen, was hat man für Ressourcen, wie kann man die auch zum Beispiel durch Erbpacht möglichst lange und auch nachhaltig für weitere Generationen, dass man einfach die Gestaltungsfähigkeit der Kommune sich dort erhält. Da gäbe es einen breiten Instrumentenkasten, den müssen wir noch sehr viel stärker ausschöpfen, aber wie gesagt, oh, ich habe überzogen, das soll eine Ausnahme bleiben. Dankeschön. Weg ist das Gummibärli. Der Hauptkostentreiber in dieser Stadt sind die Wohnungen und deswegen bleibe ich auch bei den Wohnungen und deswegen müssen wir alle Instrumente nutzen, um günstige Wohnungen zu erhalten. Das heißt Zweckentfremdung ausnutzen, Erhaltungssatzung, Umwandlungsverbot, Sobauen, sozialgerechte Boden nutzen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere städtischen Gesellschaften mehr Wohnungen bauen, was wir auch tun. Wir haben sie eben nicht verkauft. Wir machen damit Sozialpolitik. Andere Städte haben ihre Wohnungsbaugesellschaften verkauft. Das haben wir nicht getan. Wir müssen den Genossenschaften, was städtische Grundstücke betrifft, auf alle Fälle Flächen zur Verfügung stellen. So, aber jetzt will ich auch Wasser in den Wein gießen. Die Vorstellung, dass wir dieses Wohnungsproblem zu 100% lösen, das wäre Scharlatanerie, wenn man das hier sagen würde. Wir haben nämlich drei Rahmenprobleme, die es früher nicht gab. Zuzug gab es immer. Die Stadt hat immer Probleme gehabt, die letzten 100 Jahre mit Zuzug, und wir hatten immer ein Wohnungsproblem. Was allerdings jetzt erschwerend hinzukommt, ist erstens, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Das heißt, die Geldeinkommen und die Unternehmen verzeichnen massive Gewinne in den letzten 10 Jahren und die Reallöhne sind zurückgegangen und es gibt zunehmend mehr prekäre Arbeitsverhältnisse in dieser Stadt. Das heißt, Menschen brauchen 2 oder 3 Jobs, damit sie in dieser Stadt überhaupt überleben können. Als zweites kommt hinzu, dass das vagabundierende Kapital, das weltweit seine Anlage gesucht hat und bis 2007, bis zur Finanzkrise, in Subprime-Papiere investiert hat, sich jetzt andere Anlagenformen sucht. Und das sind Anlagenformen in prosperierenden Städten. Das heißt, es ist spannend und interessant, Immobilien in München zu kaufen und beispielsweise nicht in Athen. Und deswegen kaufen die Immobilien in München. Und das treibt den Wohnungspreis nach oben. Ich sage, wir haben in München sogar eine künstliche Blase. Und das Dritte vielleicht noch, die EZBs, wenn ihr heute Nachrichten gehört habt, schmeißen billiges Geld auf den Markt und mit diesem billigen Markt... Jetzt gibt es einen Abzug gleich. Letzter Satz, schmeißen billiges Geld auf den Markt, das geht aber nicht, kommt aber nicht beim Normalmenschen an, sondern das geht auch wieder zu den Großverdienern und Superreichen. Wunderbar. So. Jetzt würde ich sagen, gönnen wir Ihnen eine kleine Verschnaufpause und sammeln die Zettelkästen ein. Ich leere alle Zettel, die wir haben, einfach hier mal bei mir auf den Tisch. Und dann ziehe ich mal raus, was da so drin ist. Genau. Ja, damit haben wir da noch mehr. Okay, machen wir gleich. Okay, da kommen noch die anderen Zettelkästen. Sind da hinten bei Ihnen noch welche? Okay, dann stehen keine mehr rum. So, dann leeren wir das auch noch aus hier. Und noch eine. So, und das mischen wir jetzt alles mal schön ordentlich durch. Und dann ziehe ich mal was und schaue, ob ich es lesen kann. Ich ziehe noch einen, okay? Also, ich will das nicht vorenthalten, was da drauf steht. Da steht drauf, was ist deine grüne Vision für München? Die Frage ist sehr allgemein. Weiß nicht, wollt ihr, dass die drauf eingehen? Nein. Okay, wir machen so. Ein kurzes ohne Uhr. Okay, ein ganz kurzes ohne Uhr. Grüne Vision. Die Frage ist, was ist deine grüne Vision für München? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer dran war. Ich glaube, Sie sind jetzt dran. Meine grüne Vision für München ist eine Stadt der kurzen Wege, wo wir aufgrund der von dir beschriebenen Finanzkrise ein bisschen enger zusammenrücken werden, wo wir aber auch einen Lebensraum schaffen, wo es möglich ist, enger zusammenzurücken, ihn selber zu gestalten, ja, wo es lebenswert ist. Meine grüne nachhaltige Vision von München orientiert sich an 3 Leitprinzipien: Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Toleranz. Und dazu habe ich meine Leitbilder, die zum Beispiel heißen können: München als Stadt
des Gleichgewichts, München als Motor der Regionalwirtschaft oder München als die Stadt zwischen Tradition und Moderne. Frau Nallinger. Meine Vision ist, dass es die grünste Metropole überhaupt ist. Und ich glaube, dass wir das schaffen, weil wir die Menschen haben, die motiviert sind und engagiert sind, weil wir die Unternehmen haben. Und ich möchte gerne gemeinsam mit euch und den Münchnerinnen und Münchner den großen Plan schreiben. Und ich kann das, weil ich Stadtplanerin bin. Und es hat ganz viele Facetten, dieser Plan, den ich im Kopf habe. Unser letzter ist 50 Jahre alt. Es wird Zeit, dass wir wieder groß, groß denken. Wieder damals wie der U-Bahn-Ausbau, die großen Siedlungsgebiete, die großen Parks. So müssen wir wieder denken. Und das würde ich gerne gemeinsam mit euch machen. Ja, Sie dürfen antworten, na klar. Wollen wir mal ein bisschen freier sein hier. Da haben wir jetzt echt das Thema, wo ihr den Unterschied erkennt. Also ich halte überhaupt nichts von großen Plänen. Ganz einfach deswegen, weil große Pläne statisch und starr sind. Diese Diskussion hat man in den 60er und 70er Jahren, aber mittlerweile gibt es eine Stadtentwicklung, wo man ganz anders diskutieren muss. Das war der Grund, Moment, du kommst gleich dran. Wo wir ganz anders diskutieren müssen. Das war nämlich die Diskussion in den 90er Jahren, wo wir darauf gekommen sind und haben gesagt, wir brauchen eine Perspektive München. Die Perspektive anhand von Leitbildern in den bestimmten Bereichen, Ökologie, Gesundheit, was auch immer, um schnell reagieren zu können. Solche Pläne dauern ewig lang, bis sie erstellt werden. Du musst sie auswerten, du musst sie bewerten, dann musst du Planungsziele aufstellen und dann musst du dich mit anderen abstimmen, dann gehen 3 Jahre ins Land, dann ist der Plan veraltet, dann kannst du ihn einstampfen. Also von daher braucht es Aspekte, Teilaspekte, die man diskutiert, die man vor allen Dingen in schnelllebigen Zeiten diskutieren muss. Keine Co-Diskussionen. Wo nämlich Bundes-, Landes- und EU-Gesetze so schnell kommen und gesellschaftliche und technologische... Jetzt komme ich zu Ihnen rüber, weil Sie reden einfach zu lange, Herr Monatzinger. Okay. Wo technologische und gesellschaftliche Veränderungen so schnelllebig sind, dass man einfach schneller reagieren muss. Stopp, jetzt darf der Herr Hönning antworten. Ich mit einem kurzen Satz versuchen zu vermitteln. Ich glaube, wir brauchen den großen Plan, aber kleinteilig. Wir brauchen ihn auf Stadtteilebene, dann dauert er auch nicht so lange. Und es ist auch eine Frage der Instrumente. Es ist eine Frage, was für Leute lasse ich ran? Mache ich es beteilige ich die Bürgerinnen und Bürger, damit sie vor Ort wirklich auch ein schönes Umfeld sich schaffen, weil damit verzögere ich gar nichts, sondern im Gegenteil, ich räume Widerstände im Vorfeld aus und damit kann man auch vieles beschleunigen. Ja, klar. Die Frau Ostner macht uns ja die Aufgaben nicht so einfach. Einen Satz haben Sie gesagt und ich habe einen ziemlich langen gemacht. Da wäre natürlich sonst noch, wenn ich mehrere Sätze hätte, viel mehr gewesen. Nein, aber HEP ist, es ist doch selbstverständlich, dass wir ein Zeitalter leben, wo die Menschen beteiligen. Und Beteiligung geht nun mal in der Stadtplanung kleinteilig. Aber was wir brauchen, und davon bin ich überzeugt, wenn die Region München auch zukünftig nachhaltig sein möchte, dann brauchen wir eine Planung, die über die Stadt hinausgeht. Wir müssen es hinkriegen, mit den Landkreisen, mit den Umlandgemeinden zusammen diesen großen Plan zu schreiben. Und der große Plan sieht für mich vor, dass wir planen, wo kommen unsere Gewerbegebiete hin? Alfred, gerne nicht so viele, aber ein paar brauchen wir noch. Wo kommen unsere Siedlungsgebiete hin? Und dass wir den Verkehr intelligent planen und nicht so wie heute, dass wir Gewerbegebiete errichten, die nur mit dem Auto erreichbar sind. Das ist mein großer Plan. Das heißt nicht, dass er statisch ist, ganz im Gegenteil. Der ist quirlig und lebendig und mit den Menschen zusammen wird er gemacht und die Bedürfnisse vor Ort werden aufgegriffen. Okay, ich glaube, den Unterschied haben wir verstanden. Auf meinem nächsten Zettel, da steht neuer Raumdeal, super. Aber wie genau soll der aussehen? Also ein Beispiel, der neue Raumdeal, der Begriff ist vorher gefallen. Ja, genau. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer dran ist. Ihr müsst mir mal helfen, das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, da du den Begriff gebracht hast, würde ich sagen, musst du auch darauf antworten. Ja, also das ist in meinem kleinen Programm, das ich schon zusammengestellt habe, kommt der Begriff vor, der große Raumdeal, was stelle ich mir da drunter vor? Wir werden in München mehr werden, das wissen wir. Und was wir nicht wollen, ist, dass wir Freiflächen im großen Maße noch besiedeln. Das heißt, wenn wir jedes Jahr, wie derzeit, 20.000 Menschen wachsen, ja, 20.000 Menschen, dann werden die zum Teil auch in den bestehenden Wohngebieten unterkommen.
Und das heißt, dass es dichter wird. Es wird höher werden, es wird auch ein bisschen breiter werden, es wird vor allem aber höher werden. Und was mein Anliegen ist, dass wir von Anfang an ehrlich mit den Menschen hier reden, mit den Münchnerinnen und Münchnern und sie mitnehmen. Und mitnehmen heißt für mich, dass ich sage, es wird hier dichter, weil sonst werden die Mieten hier explodieren. Ja? Es ist nicht so, dass wir das gerne machen oder wir müssen es machen, weil sonst die Mieten explodieren. Und wenn wir das nicht machen, wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert es nämlich, dass sich nur die Reichen die Stadt leisten können und die anderen werden nach draußen gehen. Das sehen wir in London, das sehen wir in Silicon Valley und das will ich nicht für München. Und das heißt, dass wir eben dichter werden und ich will den Menschen was anbieten. Deswegen der Deal. Ich will die Menschen fragen vor Ort, was ist in eurem Stadtteil los? Braucht ihr ein Bürgerhaus? Braucht ihr Freiflächen? Braucht ihr einen Park? Braucht ihr was für eure Kinder? Und es wird im Stadt ein Budget geben, ein ernsthaftes Budget, ein ernsthaftes Budget auch für eine Beteiligung, wo wir diese Sachen kleinräumig vor Ort abfragen. Was braucht ihr in eurem Stadtteil? Weil es wird dichter werden. Ich glaube, Sie dürfen es kommentieren. Ja, ich glaube, wir können es trotz allem, auch wenn wir dichter werden, was sicher der Fall sein wird, werden wir es nicht lösen können ohne das Umland, ohne die Umlandkreise, ohne die Großstädte um München herum. Das heißt, wir müssen einerseits auch schauen, dass wir da besser zusammenarbeiten und auch die Verkehrsverbindungen verbessern. Es bringt nichts, wenn wir für 4 Milliarden oder einige Milliarden einen zweiten Tunnel unter den ersten tun, aber die Außenäste einfach sozusagen die Schwachstelle sind im S-Bahn-Netz München. Wenn man von Augsburg immer wieder Probleme hat, hierher zu kommen, weil dort einfach kein Geld investiert wird in die Verbindung. Wir müssen schauen, dass München gut erreichbar ist, dass es sich auch lohnt, Gewerbe anzusiedeln um München.